Willkommen zurück beim edgiesten Spiel, das wir irgendwie jemals gespielt haben. Mit eurem Death und... Euer Knight. Ja, das ist wirklich... Der letzte Part war einfach grandios. Wir haben Satan getroffen. Und Satan hat uns nicht nur Vlad Dracul zur Verfügung gestellt, sondern er hat uns, also Death zumindest, in einen Vampir verwandelt und uns damit wirklich zum most edgy Character, der jemals in einem RPG-Maker-Spiel mitgemacht hat, ernannt. Und das wirklich Stimme ist, ich freue mich gerade richtig auf dieses Spiel, weil was zeichnet dieses Spiel aus? Es will irgendwie wieder so eine Art Vampire's Dawn sein. Okay, cool, ja. Ich meine, letztlich eins der Hauptprojekte, das momentan auf diesem Kanal läuft, ist Vampire's Dawn 2 Everlasting Blood. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Part hier ausgestrahlt wird, werdet ihr es wahrscheinlich auch nicht gesehen haben. Aber oh mein Gott, man kann in Vampire's Dawn 2 Everlasting Blood Story skippen. Überlegt euch das mal. Ja, und ich meine, wahrscheinlich wird das in diesem Spiel auch möglich sein, aber höchstwahrscheinlich dann vielleicht doch nicht. Wir sind uns nicht ganz sicher, aber hey, wir sind hier im Kettle, wir sind in unserem Haus und wir sind ein Vampir. Und schon immer stauben. Was auch immer das genau bedeuten soll, das kann man nicht so genau sagen. Nur Staub hinpacken oder wie? Magischer Stein gefunden. Guck mal, ich finde das erstmal schön, wie diese Fässer aufgestellt sind. Ich finde es auch schön, dass wir Geheimnisse finden können. Und weißt du was? Ich habe keine Ahnung, was ein magischer Stein macht, aber ein magischer Stein ist kein Heilbalsam. Ja? Ein magischer Stein ist wahrscheinlich irgendwas Tolles. Ich guck mal nach, was der macht. So, magischer Stein. Nein, das steht nicht da, was er macht! Was? Was soll das? Warum steht das nicht da? Ach Mann, ey, wie kann man denn sowas als Entwickler vergessen? Einfach nicht hinschreiben, was... Ach Mann, ey, ich hab schon gehofft, dass es... Können wir das vielleicht irgendwie anlegen oder so? Nee. Naja, verdammt, das kann man anscheinend mal nur innerhalb des Kampfes nutzen oder so. Wir spritzen damit euer Haus strahlt. Okay, Worldbuilding oder Characterbuilding oder was auch immer. Also wir wissen jetzt schon mal, dass Death scheinbar irgendwie reich ist. Und ganz, ganz viele Haushälterinnen hat. Und schon immer stauben. Die stauben immer schon. Magischer Stein gefunden. Jetzt haben wir schon den zweiten magischen Stein gefunden. Den linken haben wir noch nicht geschaut und das linke davon. Naja. Ich kümmere mich um den Fußboden. Alles korrekt geschrieben. Ich bin ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Und natürlich noch mit einem Ausrufezeichen versehen. Den linken Schrank hast du nicht untersucht. Was? Den ganz linken? Den hier? Mhm. Da ist nichts drin. Okay. Guck mal, wow. guck mal, wie reich wir sind. Magischer Stein. Wir haben jetzt schon drei magische Steine gefunden. Die müssen echt... besonders sinnlos sein. Wir haben den riesigen Tag. Stauben. Hey, nicht so langsam. Hey, Moment mal, was ist denn gerade mit meiner Stimme los, Bro? Jawohl, Sir. Hey, ich bin super edgy. Komm mal da rechts. Nein, wenig, dann strahlt der Tisch. Was meinst du gerade? Das Bücherregal. Ach so, stimmt. Was ist denn damit passiert? Okay. Oh, hier hatte ich wohl mal 250 GM liegen lassen. Zwinker, zwinker. Gut, dass das keine von meinen Bediensteten nimmt. Ein wenig, dann strahlt der Tisch. Immer wieder. Ich hoffe auf jeden Fall, dass uns das Spiel gleich noch damit konfrontieren wird, woher unser ganzer Reichtum stammt. Wir gehen erstmal in den Keller, oder? Und oben links den Raum noch untersuchen. Ach, da waren wir noch gar nicht drin? Nee. Vier Betten. Oh, lasst mich schlafen. Ich habe Dienstschluss. Wow, die Bediensteten leben sogar bei uns. Ja, krass. Das ist doch richtig cool, oder? Fangen wir mal mit dem Keller an. Ich finde das schön. Das wird wahrscheinlich so eine Art Magierkeller oder sowas sein. Also natürlich. Mit Säulen, die auf dem Boden liegen. Und die Venus von Milo. Und guck mal hier, Elras. Ja. Die anderen sind im Laboratorium. Oh, das war alles korrekt geschrieben. Laboratorium wurde korrekt geschrieben. Wow, dann das wurde ja kopiert. Ja, wahrscheinlich hat er das einfach kopiert, ne? Ja. Aber das ist, finde ich gut. Finde ich gut. Das finde ich cool, für das total cool, wie alle denselben Text haben. Wir gehen auf jeden Fall erstmal hoch. Wow, guck mal da, wir haben einen Thron. Aber der Thron ist riesig, guck mal. Guck mal, wie klein wir sind, wo auch immer der Herr kopiert ist. Das passt nicht. Wir haben ja eigentlich schon die großen Sets, ne? Ja. Und trotzdem passt es irgendwie vorne und hinten nicht. Aber ich muss zugeben, dieses Maker-Spiele-Spielen, das macht mich irgendwie in letzter Zeit immer so aufgeregt, ja. Also irgendwie, manchmal, da weiß ich irgendwie schon mitten im Satz gar nicht mehr so wirklich, was ich eigentlich als nächstes sagen will. Oder ich verspreche mich einfach nur konstant. Wir haben auch eine Menge Obst. Frisches Obst. Ja, das ist halt eine gute Ernährung. Sie kümmern sich auch. Mich um den Fußboden. Ja, das ist auch wieder alles Copy-Paste. Na, auch wieder so ein riesiger magischer Stein. Ihr Tisch ist fast sauber. Ich bin copy-pasted. Aber nur fast. Nee, sie war tatsächlich nicht copy-pasted. Ich sorge dafür, dass diese schöne Teppich auch so schön bleibt. Die wurde definitiv irgendwo aus dem Osten Europas importiert.
Wenn du müde bist, kannst du dich im Bett erholen. Einfach an Bett Enter drücken, Dach, Dach! Nee, das war der Victor. Ich bin der Fucky. Magischer Stein. Das ist ziemlich cool, dass wir ein Bett haben, an dem wir uns erholen können, was wir auch tatsächlich nötig haben. Also das machen die meisten Spiele tatsächlich nicht so. Da musst du trotzdem irgendwie ins Inn gehen. Oder wenn ich an The Nishing of Chaos denke, nein, da mussten wir immer zurück zu unserem Schloss, auch wenn es dort überall Inns gab. Ja. Erinnerst du dich doch daran? Das war richtig, richtig witzig. Warum sollte man auch irgendwo unterwegs rasten können, wenn man schon sein eigenes Haus hat? Wie ist dich, Steve? Wenn wir im Urlaub sind, müssen wir auch jeden Abend wieder zurück nach Hause fliegen. Ja. Ist das das Laboratorium? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Das Feuer, irgendwie war es auch überhaupt nicht rein da oben. Ach, das passt schon rein. Magischer Stein gefunden. Wie viel haben wir jetzt davon schon? Ich guck gleich mal nach, aber ich denke mal so 7 oder 8 müssten es sein. Könnt ihr mir bitte helfen? Ja. In eurem Haus liegen 10 magische Steine. Könnt ihr sie holen? Ich würde sie ja selbst suchen, aber ich habe hier am Lager zu tun. Okay, wie viele haben wir denn jetzt schon? 8. Okay, da fehlen ja nicht mehr so viele. Okay. Guck mal, ob wir alle finden. Oh, mit den Bäumen hast du noch nicht interagiert gehabt, aber ich denke mal nicht, dass was drin ist. Das ist ja eher wahr. Also ich denke auch, genau. Also wahrscheinlich werden wir vielleicht irgendwo irgendwas übersehen haben, vielleicht ist es aber auch im Laboratorium. Aber auch rechts ist ja auch noch ein Raum. Das haben wir, glaube ich, bisher noch nicht gemacht. Jo. Geh mal rechts zu den Raum. Erstmal ja noch mit den beiden Sachen interagieren. Könnten überall noch magische Steine sein. Sehen wir mit den Typen unten sprechen? Was? Der sagt. Oh oh. Ah, Alter! Wer hat den. Oh oh. Steve? Okay. Wenn du auf deine Steuerungstaste drücken willst. Ich kann das irgendwie nicht. Siehst du das? Oh, das jetzt. Ich speichere hier an der Stelle auf jeden Fall mal ab. Wow. Die anderen sind im Laboratorium. Das hat sich richtig gelohnt. Oh Mann, da wieder rauszukommen wird eine übelste Qual, ey. Wir sind Schatten. Da ihr uns beschworen habt, dienen wir euch. Okay, das finde ich cool. Wir dienen euch. Und das ohne Gräuel. Denn nach eurem Tod, o Meister, sind wir alle frei. Dann können wir uns in dieser Welt frei bewegen und tun, was wir wollen. Das ist ziemlich cool. Aber habt keine Sorge, wir werden weder eurer Seele noch euren Freunden jemals was tun. Genau, das sagt er jetzt noch. Sonst greifen wir nicht zuerst an. Würde man uns angreifen? Würde ich zurückschlagen. Wir, aber ja. Und das nicht gerade harmlos. Ihr werdet eingehen, und zwar in unsere Geschichte, als unsere Befreier. Warum muss der Typ jetzt so einen komischen, epischen Monolog halten? Wie nett von euch! Außerdem stört es uns nicht, für euch zu forschen, da die Ergebnisse auch uns dienen werden. Das sind irgendwie ziemlich seltsame Schatten, die wir beschworen haben. Hier liegen meine Alchemiebücher. So, was haben wir? Wie beschwöre ich den Fürsten der Finsternis für Fortgeschrittene? Ich hatte bloß noch nie die Zeit, es zu lesen, aber ist doch egal, wir haben Satan ja eh schon getroffen. Ja. Hier lagen noch ein paar nützliche Items. Könnten mir noch nützlich sein. Und was für welche? Hier liegt ein tolles Buch. Am Tage reicher Landsmann und bei Nacht der Schrecken der Welt. Suche Warlexer aus! Hier steht Neu-Sodom. Ob das ein Hinweis war? Oh mein Gott, du hast recht. Geil, du hast geil. Recht, Marlex wird in diesem Spiel noch eine Gastrolle haben. Ich freue mich schon. Der Tänzer tanzt, steht auch eher in Flammen, er merkt es nicht, sollte man ihn verdammen. Vergiss nicht, du hast einen Pakt mit dem Herrn der Finsternis. Mit dem Herrn. Das Herr der Finsternis. Nicht der Herr, sondern das Herr der Finsternis. Ich hoffe nicht, dass jeder von den Kapuzentypen jetzt so einen extrem krassen Monolog hat. Ab jetzt ist die Deutscherstellung aktiviert. Was auch immer das genau bedeuten soll. Das ist nur mein Alchemiebrunnen. Den hat doch jeder im Keller. Die was? Alchemie und so. Steine in Gold verwandeln. Cool. Mann, Gebiete zeigen sich. Lies einfach weiter, Steve. Okay. Mann,
Gebiete zeigen sich euch erst, wenn ihr einen bestimmten Level erreicht haben. Oh, manche Gebiete. Das war ja klar, aber das ist ein interessantes Feature auf jeden Fall. Beispielsweise ist auf dieser Insel einer. Einer was? Einer geheimer Gebieter oder was? Doch der Zugang ist euch dort erst mit einem Level 15 möglich. Was ist ein Level? Aber zum Glück gibt es auch normale Gebiete. Ja, weil ansonsten könnte man ja gar nichts im Spiel machen, oder? Ich stelle mir jetzt gerade vor, Leute, wenn ihr zum Beispiel abends in die Kneipe gehen wollt und ihr habt noch nicht Level 18 erreicht, dann könnt ihr nicht reingehen. Dann ist die Kneipe gar nicht erst sichtbar. Und ihr habt einfach keine Tür. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das wird dann irgendwann in Zukunft noch kommen, ja? Da wird es dann einfach so sein, dass du dann einfach einen Chip drin hast, der einfach dein Alter misst. Und dann gibt es eben, wie gesagt, die Altersfreigabe. Das heißt, du kannst dann auch zum Beispiel kein Doom spielen, bevor du nicht 18 bist oder so, ne? Oder das Problem ist auch, du kannst eben einfach die Bierflasche, du kannst einfach nicht kaufen, wenn du nicht 16 bist, ja? Weil genau, du siehst sie halt gar nicht, ne? Du kannst sie halt gar nicht wahrnehmen, genau. Wenn andere Leute dann ein Bier trinken, und dann denkst du dir halt so, Das tust du da eigentlich gerade, ne? Der Vampir an sich ist Parasit. Parasit? Doch ist er einer mit großem Appetit. Okay. Meister, wir stellen Items her. Wollt ihr welche kaufen? Ich finde das cool, dass sie direkt Items herstellen. Kleiner Heiltrank, magischer Äther, Phönix, Asche, Gegengift und Heiltrank. Das finde ich cool. Wozu kann man das hier kaufen? Weil draußen ist auch ein Laden. Ach, egal. Soll ich Lucifer beschwören? Erstmal noch nicht. Wollt ihr den Hintergrundmusik für den Kampf ändern? Ja. Was willst du? Kampf 1. Keine Ahnung, ja. Ich bekomme keine Hörprobe. Mit diesem Gerät, oh Meister, könnt ihr ihn beschwören. Wem? Nicht dem Herrn der Finsternis persönlich. Auch wenn ihm das nicht unbedingt gefällt. Ach, den haben wir auch schon woanders getroffen. Aber eigentlich müsstet ihr das ja wissen. Mein Gedächtnis ist momentan etwas unklar. So wie das ganze Spiel. Oh, ich verstehe. Armer Meister. Aber vielleicht können euch die Wissenden helfen. Wer? Ein kleiner Bund von Sehern, die das Schicksal kennen. Oh Mann, ey, wirklich, wie episch versucht in dieses Spiel zu sein. Je, doch. Sagen Sie kaum etwas über Ihr Wissen. Was? Und warum nicht? Zu Ihren eigenen Schutz, da mögliche Konsequenzen folgen würden. Sie könnten untergehen. Ja, aber wenn das irgendwie allgemein bekanntes Wissen ist und da kommen irgendwelche Leute, die einfach Macht haben und die wegklatschen können und die wollen irgendwas von denen erfahren und die sagen denen das nicht, dann werden die einfach weggeklatscht und sterben auch so. Konsequenzen und so, hä? Ja. Du sagst könnten. Können Sie mir helfen? Da ihr der seid, der den der zu sein vorgibt, ist versucht, der komplexe Sprache. Alter, ja, wirklich, wie edgy wollte denn der Entwickler sein? Das ist ja unglaublich. Schlagen könnt ihr, werden sie euch sicher helfen. Ich glaube, ihr seid vor einer Weile schon einen von ihnen begegnet. Aber diesen braucht ihr nicht aufsuchen. Er hat schon geredet und nun wird er sicher schweigen. Danke für diese Information. Keine Ursache, Meister. Oh Mann, ey. Worship hier befiehlt. Wir sind eins und doch so viele. Unser einiger Lebenszweck ist, euch zu dienen. Zumindest momentan. Ja, genau, denn wir haben ja vorhin die Hintergrundgeschichte von denen erfahren. Ich diene euch euer Leben lang, sonst wäre dies mein Untergang. Ich diene euch ohne Widerworte. Okay, dann macht weiter so. Ja, wohl. Beschworen aus den Tiefen der Hölle, aus den Tiefen der Elras. Was ist der Elras? Einer der schrecklichsten Orte aus Schrecken, Hass und Trunkenheit. Ein Ort, wo sich selbst mächtige Dämonen fürchten. Oh Gott. Dies ist der Ort, wo wir entstehen, wo wir uns aus den Ängsten und dem Hass der Menschen bilden und uns davon nähren.
Unten das Fass untersuchen? Was? Ach, du hast recht, das Fass habe ich gar nicht gesehen. Da könnte noch ein magischer Stein drin sein. Sehr schön, haben wir schon mal den neunten gefunden. Da fehlt nur kannst, noch du, kannst du von oben mit dem Bücherregal interagieren? Das sieht fast schon so aus. Warte mal, ich probiere es mal. Welches meinst du? Unten das dort, ob das du von oben auch reagieren kannst. Genau, von oben drauf sozusagen. Das ist ja ein bisschen kompliziert bei diesen ganzen Statuen. Nee, kann ich nicht. Und in dem Brunnen von allen Seiten? Auch von unten? Nee. Man sagt immer dasselbe? Ja. Auch von unten? Ja, es gibt. Okay, gut, alles klar. Wir beschwören einfach erstmal Lucifer und wir können dann später nochmal gucken. Lucifer! Jetzt müsste eigentlich Fürst der Finsternis kommen. Mortus! Diabolus! O Wesen ohne Schein, zeig mir dein Sein! Eigentlich müsste er jetzt hier sein, aber wo ist der bloß? Du Vollidiot, du hast mich in diese Statue beschworen. Statue ist auch geil. Ich weiß schon, warum ich diese Beschwörungen hasse. Es ist so ein bisschen dieser South Park-Teufel gerade, ne? So, weißt du? Ja, das war aber schon im letzten Part. Das war schon im letzten Part des South Park-Teufel. Also, von nun an starte die Maschine und ich werde Kontakt mit dir aufnehmen. Ich werde dir ab und zu helfen oder ich schicke dir Dämonen. Solche wie in deinem Laboratorium. Das ist ziemlich cool. Dann gehe und suche die Sehenden. Sie sind die, die Fortuna trafen. Treffen. Sie sehen, was wird. Sie sehen, was war. Sie erkennen es. Doch uns sind ihre Worte nicht immer ganz klar. Also das ist irgendwann anders herkopiert. Sie sind die Einzigen, die dir ja helfen können. Du brauchst sie, um ihn zu vernichten. Ich brauche dich und du brauchst mich. Keine Sorge, die Hölle steht hinter dir. Möglicherweise, das ist immer so, ne? Ja. Brauchst du ihre Mäntel, um den Nächsten aufzusuchen. Oh yes. Nein, was eigentlich ist es so, dass er mit Events nicht umgehen konnte, hat er sich gesagt, okay, jeder gibt dir immer einen Mantel und es wird nur überprüft beim Nächsten, ob du den Mantel von denen davor hast, sonst erscheint er nicht. Das ist schon ziemlich einfach, wenn du einfach immer den Item als Gegenstand benutzt, also als Condition. Ja, genau. Das hat der alte Macht 1 auch so gemacht. Das alte Macht 1 von 2001 war. Ich erinnere mich, ja. Aber mindestens einen kannst du auch so aufsuchen, weil du musst ja auch mal den ersten Mantel herbekommen, ne? Am besten schaust du dich auf dieser Insel um. Ich glaube, hier dürfte vielleicht ein Sehender sein. Oh Mann, der Entwickler schafft es auf jeden Fall wieder mit ganz vielen Worten ganz wenig zu sagen. Ja, die roten Dämonen, solche wie der am Goldbrunnen, werden dich benachrichten, wenn du dich an einen Ort mit einem Sehenden befindest. Oder wenn wir etwas Wichtiges für dich herausgefunden haben. Das klingt für mich so, als wären wir erst am Anfang des Spiels. Und ich meine, letztlich, uns wurde doch gesagt, dass der eine Raum irgendwie oder der eine Ort erst mit Level 15 oder so sichtbar wird, ne? Ja, warte mal. Habe ich das vorhin hinbekommen? Ja, es ist. Jetzt. Ach, oh, es fehlt noch ein magischer Stein. Ja, ein magischer Stein fehlt noch. Aber wahrscheinlich werde ich den irgendwie offscreen oder so suchen. Ich meine, guck mal, wir sind schon relativ weit im Part. Deswegen, also wir können gerne nochmal draußen auf der Insel rumschauen. Ja, wir waren noch nicht mit allen Häusern, wir waren nicht in allen Häusern drin gewesen. Ich glaube auch, wir waren noch nicht in allen Häusern. Stimmt, wir haben ja eigentlich noch die Stadt hier sozusagen. So, oben das Haus, hier ist ein Inn. Genau. Und nach oben, okay, oh wow, hier ist noch einiges, okay. Ja, hier ist noch einiges, die Stadt ist schon. Zum Glück sind die magischen Steine nur in seinem Haus versteckt. Oder nein, eigentlich nicht zum Glück. Hier ist ganz viel nichts versteckt. Was ist denn für ein großes Haus? Das sind zwei Häuser auf einmal. Guck mal, hier ist wieder ein Ausgang. So. Was ist das für ein Schlafzimmer? Kannibalen! Überall! Der Kerl hat vor uns zu verspeisen. Ach ja, jeder Mensch hat nun mal seine Eigenheiten. Okay, das ist ein Kannibale. Wir werden sterben. Alle, rette uns. Stoppe ihn, sonst wird es immer mehr holen. Wie wenig man doch seine Nachbarn kennt. Nachbarn ist auch geil. Ob mir weiß, dass du im Pakt mit Satan stehst. Ich sagte doch, wie wenig man seine Nachbarn kennt. Das sagt doch alles.
Ich glaube, er denkt wirklich so, dass er so schreibt. Ich finde das cool, ey. Nachtbahn. Ja, das die das kommen aus der Dunkelheit. Die sieht man nur, genau, nur wenn es Nacht ist. Genau. Denn tagsüber sind sie Staub, aber nachts... Genau, tagsüber sind sie arbeiten. Deswegen sieht man die Nachtbahn eben nur dort. Abends. Man kocht. Heute back ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Na, weißt du, woher das kommt? Ich kenn's auf jeden Fall. Das müsste Rumpelstilzchen sein. Ja, ich kenn's. Kann's nur. Ja, ich bin der Meinung, dass es Rumpelstilzchen ist, aber ich kenne mich mit Märchen jetzt auch nicht so hundertprozentig aus, aber es klingt für mich hundertprozentig nach Rumpelstilzchen. Also sage ich jetzt einfach, was ist Rumpelstilzchen und. Kann mich ja jemand in den Kommentaren korrigieren, wenn ich falsch liegen sollte, aber... Du schon wieder. Verschwinde. Ruhig, Kurzer. Wie gemein, sich einfach über die Minderwertigkeiten anderer Leute lustig zu machen. Rechtschreibfehler und so. Ja, das habe ich gehört. Zudem ist dieses Chipset ist so leblos. Die Chipsets sind alle ziemlich leblos und die Häuser sind auch alle viel zu groß. Hier liegt ein Buch mit dem Titel Die Einsamkeit. Äußerst interessant. Ja, total. Und die Einsamkeit liegt einfach in diesem kompletten Bücherregal. Überall. Ja. Es sind 2000 Versionen davon. Tja, die hat wohl keiner gekauft. Was soll das, Death? Das durchstöberst du mein Haus. Du warst es, der sich von uns allen abgewandt hat. Und nun schnüffelst du hier herum. Wer bist du nochmal? Kennen wir uns? Hör mal. Du kennst doch. Du kannst doch nicht alles vergessen haben. All die guten Zeiten und all das Leid, das du mir angetan hast, nein. Unsere Ex. Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß von nichts. Okay. Aber unsere Ex klärt uns auch über nichts auf. Außer, dass wir scheinbar mal zusammen hier drin gewohnt haben und ganz viel nichts besessen haben. Guck mal. Naja, vielleicht ist hier auch nichts mehr drin, einfach weil wir den Rechtsstreit gewonnen haben. Ja, gut möglich. Und was ist mit dem Kind? Wo ist das Kind? Werden wir das jemals herausfinden? Das hat uns die Folge geopfert. So, guck mal, weißt du, was ich gut finde? Wenn ich mich jetzt hier so umsehe, dann sehe ich in meinem Blickfeld einen Wecker, oder? Es ist gerade nur noch ein Wecker im Blickfeld, oder? Ja, das ist krass. Das ist beeindruckend, oder? Für ein Trash-Game? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich bin auf derselben Map in Vampire Stone 2. Bin mindestens 5. Ja, nicht nur auf Chaos 10 oder so. Schön, dich mal wiederzusehen. Ja, endlich hier. Ich kann mich kaum noch an das letzte Mal erinnern. Ja, super. Way, wenn ich es noch ein bisschen mehr sagen würde. Wir wissen irgendwie immer noch nichts über uns. Außer, das Haus liegt. Oh, okay, guck mal, das ist der Hintergrund. Na, guck mal, was für ein Hintergrund ist das? Irgendeiner aus Tunguska oder so? Nein, aus Vampire's Dawn, wo er Waldarzt zum Vampir wird. Stimmt, du hast recht. Ja. Stimmt, das ist dieser Wald, du hast recht. Ja. Was willst du denn hier? Nein. Gehen hier. Oh, Steve. Es tut mir leid, ich habe mit diesem Fehler einfach nicht gerechnet. Ey, das ist ein Trash-Game, Mann. Die machen immer solche Fehler. Was willst du denn hier? Du reicher Typ, verschwindest ohne irgendjemanden aus dem Dorf was zu sagen. Ich weiß nicht, was ich tat. Wie? Naja, ich leide momentan etwas unter Gedächtnisverlust. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Das andere auch noch mal sagen, auch die andere Dialogbox. Ach so. Das geht dich nichts an. Dann hast du hier nichts zu suchen. Dann gehe ich eben. Dann tu das. Ja, das mache ich jetzt auch. Und ja, okay, das war jetzt irgendwie cool. Weil durch die Baumkrone kannst du nicht durchgehen. Ja. Hey, Death, bei der nächsten Stadt hat ein Pub aufgemacht. Bist du aus Lufia oder so? Ernsthaft? Ja. Aber na gut, ja. Ja, okay, gut, ich weiß nicht, also was diese Stadt noch so Tolles zu bieten hat, ich glaube, wir müssen jetzt eigentlich durch sein, oder? Nur das Inn und noch den einen magischen Stein irgendwie im Haus hinten. Genau, aber ich glaube, ansonsten haben wir alles. Wir können nochmal ins Inn reingehen, den magischen Stein suche ich dann auf jeden Fall auf Screen. Das ist ein bisschen einfacher. Tu
tut es gut, sich endlich mal wieder auszuruhen. Das schreibt er auch immer so. Auszuruhen. Und du gehst einfach so durch, dass du weißt, diese Teleports waren auch schon nicht immer bisher safe. Der mit dem Pakt wird kommen, uns finden und alle befreien. Warum fühle ich mich nur so angesprochen? Achso, das war ja ein Buch, ja, sorry. Wie ist es bitte vor, Steve? Malix. Er wird uns alle unterjochen. Ach Mann, ey, ich hatte schon den letzten Part mit Malix im Namen. Ich kann den noch spielen. Dieses Buch sollte ich mir mal ausleihen. Oh, wirklich, oh Mann, wo ich mir nur denke, oh Gott. Oh, hallo, Des. Toll, dass du mal wieder hier bist. Das letzte Mal sah ich dich vor mehreren Monaten. Doch dann verschwandest du wie vom Erdboden. Du willst dich doch sicherlich nicht hier ausruhen, oder? Natürlich nicht, doch. Aber du hast hier doch ein Haus. Egal. Das finde ich cool, aber in der Lüge auf Chaos 2 hätten wir das nicht gekonnt. Das finde ich sogar ganz cool. Ja, ich meine, der NPC, sowas auch in echt, du bist in einem Dorf, da kennst du jeden. Da ist ein Hotel, du gehst einfach hin, ich will hier schlafen. Ja. Soll ich sagen, hä, du wohnst doch hier im Ort. Ja, ich will trotzdem hier schlafen. Genau, ich kann ja trotzdem, ich meine, letztlich ist es eine Dienstleistung, die er anbietet, also kann ich sie auch annehmen. Ja. Und ich muss sagen, weißt du, also das, ich finde das Spiel bisher ehrlich gesagt sehr witzig. Das ist wirklich ein cooles Spiel, das wir hier gefunden haben. Ich finde es echt cool. Also ich habe irgendwie mittlerweile das Gefühl, als wären diese ganzen Trash-Games, die irgendwie nur, keine Ahnung, 10 bis 20, 30 Parts lang sind, irgendwie stellenweise bessere Spiele als, keine Ahnung, alles, wo Vampire Storm tatsächlich im Namen drin steht, oder? Ja, irgendwie ja, gut, so. Ja. Also zumindest machen sie Spaß. Ja, sie machen richtig viel Spaß. Genau, sie sind halt nicht so zäh, ja. Das ist ja, halt, ja, in genau. In dem Part haben wir zwar nicht so viel erreicht, aber trotzdem ist es halt nicht so zäh. Und deswegen, ja. Wir würden uns auf jeden Fall wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal hier bei Last Will, ein Hauch von Blasphemie. Tschüss.